Nordnorwegen, in Feilbutt. Das ist der Räuberjig hier. In 300 Gramm. Topköder. Ja, wollen wir mal zeigen, wie man den angelt. Mal hier mal einmal schauen im Wasser. Kann man vorher schon mal testen, wie die Aktion ist. Wie doll man ziehen muss, damit sich der Schwanz bewegt. Und das geht hier bei relativ wenig Zug. Deswegen müssen wir auch nicht so ausladende Pilzbewegungen machen, sondern nur mit den Wellen auf und ab bewegen den Köder. Dann entfaltet er schon ein recht gutes Laufverhalten. Ja, lassen wir den Köder ab. Jetzt haben wir es hier ca. 40 Meter. Dann gehen wir runter, sag ich mal, auf 35. So am Grund angekommen, kurbelt man schnell ein paar Umdrehungen hoch, damit sich die Haken nicht am Grund festsetzen können. So 5 Meter hochgekurbelt. Dann kann man den Köder halten. Die Wellen bewegen das Boot auf und ab. Der Köder bewegt sich unten. Und wenn man die Aktion noch ein bisschen verstärken will, dann kann man halt die Rute ab und zu mal ein bisschen anheben. Wieder etwas zügiger absenken, dann bewegt sich der Schwanz vom Köder schön. Und von Zeit zu Zeit machen wir es so, dass wir den nochmal 5 Meter hochkurbeln. Den Köder einige Zeit verharren lassen hier. Und dann bis zu 20 Meter über Grund angeln. Wenn sich da nichts tut, lässt man wieder ab. Bis kurz über den Grund. Das Problem ist beim Heilbuttangeln, wenn man in Grundnähe kommt, hier in Nordnorwegen, hat man sehr schnell Dorsch, Lump, Schellfisch dran. Und 5 bis 15 Meter über Grund passiert einem das nicht so oft. Ja. Ja. Wenn man Anbiss gehabt hat, ist bei diesem Köder halt zwingend notwendig, dass man den mal kontrolliert. Denn der hintere Drilling ist ja nur mit so einem Poppen fest. Und wenn der ausgelöst ist, dann müsste man ihn wieder neu befestigen, damit man keine Fehlbisse riskiert. Schauen wir hier. Alles dran. So löst der Köder dann aus. Und wenn es halt so aussieht, dann ist er nicht mehr fängig oder fangbereit, weil die meisten Bisse hinten über den Schwanz kommen. Und dann haben wir halt keine Anbissstelle mehr. Ganz schnell wieder bereinigt. So. Ist er wieder fangbereit. So, dann werden wir mal probieren, ob wir heute noch einen rausholen können damit. Schönen Dank.